Da ist doch unten rechts. Was ist damit? Das ist viel zu hektisch hier. Die brüllen alle rum. Ja, aber Wache ist das erste Vorbereitungsspiel. Bitte wegkommen. Auch da. Ja, Freunde, das war's vom Video. Es wurde im Spiel nicht so viel gefilmt wie sonst, aber das muss man auch einfach akzeptieren. Die Jungs sitzen auf der Bank, machen das einfach nur just for fun und bin trotzdem mega, mega froh, dass die Jungs es überhaupt machen. Also, wer macht das schon, setzt sich auf die Bank, wartet bis eingewechselt und filmt dann auch noch die ganze Zeit, muss ich sagen, stark. Und aber die Jungs sind ja sowieso alle richtig coole Dudes. Eigentlich, auch wenn ich mehr Material hätte, das Spiel war richtig, richtig schlecht von uns. Haben auch ziemlich hoch verloren, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Ergebnis war. Von mir auch richtig schlecht. Das war mein erstes Spiel nach meiner Knieverletzung letzte Saison, was ich von Beginn an 90 Minuten durchgespielt habe. Mir fehlt einfach das Spielerische. Also, ich kann Fußball spielen, auf keine Frage, aber wieder reinzukommen und ich habe ja noch nie so wirklich mit der Mannschaft zusammengespielt. Die Laufwege zu wissen und so, teilweise meine Bälle. Ich habe so oft Fehlpass gespielt, weil ich dachte so, die hat sich nach innen bewegt, dann habe ich den Ball nach innen gepasst, dann ist er wieder nach außen gecuttet. So manchmal hat es mir leid getan. Also ich kann auf jeden Fall nicht sagen, dass es ein gutes Spiel von mir war, aber ich merke halt, und das ist richtig, richtig positiv, ich habe diese 90 Minuten gespielt, habe die erste Halbzeit als Innenverteidiger gespielt und die zweite als Sechser. Als Sechser habe ich vor 6 Jahren vielleicht das letzte Mal gespielt. Und ich dachte so, läuferisch so schaffe ich das sowieso nicht, weil ich muss ja komplett auch Kondition wieder aufbauen. Aber das hat mir richtig gefallen, auf der 6 zu spielen. Und was richtig geil war, konnte die 90 Minuten durchspielen, hatte sogar noch Kraft auszulaufen. Also die Kondition kommt so langsam wieder. Das ist richtig nice, richtig, richtig gut. Ich hoffe, das läuft so weiter. Ich brauche halt noch ein bisschen, ich denke so locker noch ein paar Monate, bis ich wieder in so die alte Form von vor 3 Jahren komme. Ich muss definitiv ein bisschen abnehmen, da bin ich ja gerade bei. Und ja, das Spielerische kommt, indem man Fußball spielt, das ist ganz klar. Und da müssen einfach in den nächsten Testspielen, muss ich da noch ein bisschen mehr
an mir arbeiten. Allerdings ist das ein Teamsport und leider hat die ganze Mannschaft versagt. Aber was gar kein Problem ist, denn das sind Testspiele und dafür sind Testspiele eben da. So wie die Mannschaft gespielt hat am Samstag, hat sie auch noch nie zusammengespielt. Also war komplett zusammengewürfelt, jeder hat auf irgendeiner Position gespielt. Also von daher ist das gar nicht so tragisch. Das nächste Spiel haben wir morgen schon. Wir haben heute Training, das haben wir im Schwimmbad. Und morgen haben wir dann das nächste Spiel wieder auf Kunstrasen. Und mal schauen, was da geht. Also ich finde es immer super, viele Testspiele zu haben, um zu sehen, wo steht man, was kann man verbessern, gerade auch im Trainingsbereich, was muss man trainieren und so. Dazu ist es halt auch da. Und ich glaube auch, also dass die Mannschaft, das muss ich sagen, das fand ich wirklich gut, das war, dass wir, obwohl wir lange Zeit echt, wir lagen auch, glaube ich, mal 4-1 zurück, und dass wir trotzdem nicht aufgehört haben, Fußball zu spielen. Und letzte Saison war das so, dass wir uns teilweise echt zerfleischt haben. Aber das fand ich schon mal gut. Das Spiel auch so. Und darauf kann man aufbauen. Und als Team kommt man nur gemeinsam weiter. Also meine Damen und Herren, das war's vom Video. Schaut dann übermorgen wieder rein. Dann gibt es das nächste Fußballspiel. Und heute Abend kommt ein richtig krasses FIFA-Match, Alter. Denn, also das, ich will es nicht spoilern. Schaut es euch einfach an. Heute Abend, 19 Uhr. Und rein, Fußballfreunde, bis zum nächsten Mal. Tschaußen.